Hallo, herzlich willkommen, liebe Leute. Kommt euch diese Szene gerade bekannt vor? Wahrscheinlich habe ich gerade diese Szene zum Intro gemacht. Und ja, das ist die Burg, die ich im Stream gebaut habe. Ja, falls ihr gerade denkt, what the fuck, Alter, was hat denn der hier alles? Das ist alles neu. Lall. Was mit dem Boot passiert? Ja, das Boot ist noch aber leer. Diese Tiere, wann hast du ja alle getämt, die am Stream? Ich bin gleich wieder da. Ich muss ganz kurz einen Cut machen. Und wir sehen uns gleich nach dem Cut. So. Ja, da bin ich wieder nach dem Cut. Muss ich kurz was mit dem Sound machen. Und ihr seht schon, lol, ich habe echt viel. Und der wurde nach Philipp genannt. Und das ist Philipps Freundin. Nur so ein Tipp, der ist nicht Frost getamed. Nein, ist er nicht. Den habe ich sogar im Stream getamed. Des gedutamed. Weil der war mir zu selten, den aufzugeben. Und der ist wirklich wild gespawnt, das ist mein voller Ernst. Und ja, wir haben im Stream. Es gewittert gerade. Richtig heftig. Und ich muss den aufnehmen. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe im Stream echt so krassen Support von manchen Leuten bekommen. Und darum will ich nochmal an gewissen Leuten ein richtig krasses Dankeschön sagen. Wahrscheinlich habe ich den einen oder anderen gerade vergessen, aber der wird selber wissen. Katze, lass meine Tür in Ruhe, wenn ich meine. Das erste Dankeschön geht an den... Ach, Katze, stress nicht. An den... Wo habe ich den Namen? Hier, an den lieben Philipp Rude. Dann das zweite Dankeschön geht an den Herr Teif. Tive, der mich auch zu einem Minecraft-Projekt eingeladen hat. Dann das dritte Dankeschön geht an Mr. Tafel oder sowas. Der hat mir nämlich sehr geholfen mit dem Quest-Taming und so weiter. Sehr nett und ja, natürlich auch an alle Abonnenten. Und ja, es lohnt sich, den Stream anzuschauen. Und ich muss euch nochmal danken für die 141 Aufrufe beim Stream am Morgen. Es ist so krass gewesen, morgens zu streamen. Bringt es echt heftig. So. Jetzt muss ich mir jetzt mal richtig hinhocken. Ich weiß jetzt noch, dass ich so... Ja, jetzt ich mache keine 40 Minuten Folge, weil... Katze, lass meine Tür in Ruhe. Ja, hör auf. Weil ich leider nicht so viel Zeit habe. Ich baue jetzt erstmal hier ein bisschen weiter. Ja. Ich habe hier mal wieder Wind. Ich lasse meine Katze raus. Ich bin gleich wieder da. So, es gewittert und donnert und weiß auch ich alles, was es noch draußen tut. So, ich brauche jetzt erstmal 50 Wände. Damit ich hier weiterbauen kann. Also hier der Teil hier. So. Denn ja. Muss ich so bauen? Philipp, du hast die Erlaubnis zu landen. Ja, will er natürlich nicht. Ich soll ein fleißiger Kerl hin. Und ja, ich mache extra eigentlich, ja, ihr könnt auch anschauen, aber am Mittwoch wird noch ein zweites Arc-Video kommen, und zwar wie man ein Giga-Tamed, das ist für Philipp, der hat sich das gewünscht, und ja, falls ihr auch zum Beispiel Fragen bei Arc habt und ich zufällig weiß, wie man das macht, dann fragt mich doch, ja, ich muss das mit Fly bauen. So. So. Ja, den Quetz habe ich auch mitmachen. Der Freitagstream ist nicht online, aus einem Grund, weil der gesperrt wurde, aber der kommt noch irgendwann online. Den werde ich irgendwann noch online bringen. So, Walk. Von außen her, ja, von innen her, nein. Also, meine Ausrichtung von Schönheit her. Da bin ich noch dran. Am Basteln und so weiter und so fort. Ich kriege immer noch müde vom Stream. Oh.
Ach, bleib doch mal ruhig, du Scheißfuhrengewitter. Ich schwör dich. Fick dich nochmal nach Köln. So. Ich zeige euch mal auch kurz, was sich beim Machen verändert hat. Übrigens ist mein Quetz. Ja, der ist schnell, ich weiß. So, beim Machen hat sich nämlich auch einiges verändert. Ach, dieses Gewitter, ne? Und ja, Streamen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Am Samstag hatte ich ziemlich heftige Internetprobleme, darum bin ich auch ausgerastet. Aber ja, ich habe daraus auch eine Lehre gezogen, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt eher morgen streamen werde. Das hat den einen praktischen Grund, dass ich am Morgen auch übel viele Zuschauer hatte und übel viele Leute, die auch in den Chat geschrieben haben. Da war auch ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt nichts falsch sagen, aber ich glaube, das war ein Typ, der vietnamesisch geschrieben hat. Ich habe es irgendwie versucht zu übersetzen, da stand dann irgendwas mit aufnehmen und dumm sein. Da hat er nicht ganz unrecht. Aufnehmen tue ich ja. Ich hab's selbst nicht 1:1 können übersetzen. Oh, das ist was wir machen, den will er sicher haben. So. Ah, down ist er. Das ist was wir machen hier. So. Ja, wie ihr seht, hat sich beim Machen auch ordentlich was getan. Zwar nicht so heftig wie bei meiner Base, aber gut, bei mir hat sich alles verändert. Bei mir auch. Da ist sein Quetz, denn irgendwas mit Tango. So, der braucht Speed. Hat ein Baronix getämt und Stego. Sieht mal schön, ganz schön bei ihm aus. So. Tut mir leid, hatte ich ein bisschen Geld. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich bin seit 4 Uhr morgens wach. Und seit 7 Uhr morgens streame ich. Ich bin fix und fertig. Nach dieser Aufnahme werde ich... ich glaube, ich werde das Video eigentlich fast so machen, dass ich es kaum schneiden muss. Oder wenn schon, dann was gar nicht. Außer das neue Intro. Wollte schon fast was anderes als... neu sagen. Ja. Dann habe ich auch viel getalkt über YouTube. Ja, und muss euch nochmal danken für so viele Abonnenten. Also ging sehr hoch. Ich zeige es euch mal kurz. Jetzt habe ich 37 Abonnenten. Am heutigen Tag habe ich 4 plus Abonnenten gemacht. Und ich sage euch noch mal kurz was mit dem Stream und so. Der momentanige Stream, den ich vor 2 Stunden beendet habe, also das heißt, vor 5 Stunden habe ich den Stream angefangen und vor 2 Stunden habe ich den aufgehört, der hat jetzt momentan 158 Aufrufe. Das ist krass. Und das ist nur, weil er morgen war. Und dafür muss ich euch allen ganz herzlich danken und nicht nur die, wo den Stream angeschaut haben, auch alle anderen. Und allgemein, ich finde, das sollte jeder YouTuber jedes Mal tun, weil... Oh, okay. Weil ohne die Abonnenten wäre der YouTuber nix. Oder ohne die Zuschauer. Ohne seine Community könnte er nichts tun. Ja, knapp dabei. So, schade. Und ja. Mann! Ist so ungewohnt, wieder aufzunehmen, ohne live zu sein, ohne die ganze Zeit auf den Live-Chat zu gucken. Und ja. Und ich habe auch gesagt, für zum Beispiel Leute, die jetzt auch YouTube machen wollen, ein paar Tipps für den Anfang.
Es ist sehr schwer. Ich hatte echt auch Momente, wo ich gesagt habe, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr. Aber dann hatte ich auch wieder einen Moment der Klarheit. Und ich sagte mir so, I have a dream. Dann habe ich immer so mir vorgestellt, ja, wie schön es ist, einfach Leute zu unterhalten. Wie schön es ist, einfach ein Like zu bekommen, wenn jemand sagt, zum Beispiel wieder lieber Philipp, Hashtag Best Xenox oder Hashtag Team Xenox. Das ist einfach schön. Und ja, dafür muss ich dir Philipp nochmal danken und natürlich auch an allen anderen, die auch mal geliked haben. Das ist auch ziemlich krass und wenn man so sieht, wow, Alter, 158 Aufrufe, da Fug, dann denkt man sich auch in dem Moment, es hat sich gelohnt. Du hast nicht aufgegeben, du hast weitergemacht und ich werde nicht aufgeben. Klar habe ich bei dem Livestream auch, ich glaube, kannst du, ich glaube, vorlesen. Muss ich kurz einfach den Sound ausmachen. So, also insgesamt 158 Aufrufe. Die Chatliste, ich kann es euch wirklich, Marons kann es auch beweisen, die war richtig voll. Und ich kann es, ich habe 8 Likes, 2 Dislikes. Und ich habe auch gesagt, ich habe kein Problem auch mit Dislikes. Das zeigt mir nur, dass ich noch irgendwo Fehler gemacht habe und ja, ich immer noch mich verbessern muss. Also ja, ich sehe Dislikes nicht gerade negativ an. Viele denken, ja, so Dislike, Leben vorbei, ne? Jetzt ist Leben verkackt. Jetzt hast du es verkackt. Aber Dislike ist einfach nur, gut, es gibt auch Leute, die machen das so Spaß, aber Dislike ist einfach so eine Sache, wo jemand sagen will, ey Dude, mach das bitte besser. Oder das solltest du unbedingt besser machen. So kaufe ich Dislikes an, also nehme ich die Dislikes auf. So, richtig krass, echt. Ja, sehr krass von euch. Und ich bin auch sehr müde. Ich glaube, das merkt man auch sehr an meiner Stimme, an meiner Aussprache sozusagen, an dem Gähnen die ganze Zeit. Das liegt auch daran, dass ich sehr, sehr, wirklich sehr lange gestreamt habe. Und ja, ich habe es auch was zu was gebracht, darum, ja. Nur so zu sagen, eine kleinere Folge heute. Mal, ja, Status-Update. Und ab Dienstag wird es frisch wieder losgehen. Und ja, da werde ich mich dann auch richtig vorbereiten. Und ja, ich nehme jetzt auch den Petri. Fliege zurück. Halte noch eine kleine Rede für euch. Noch eine Dankesrede. Und auch mal Zukunftspläne, die ich jetzt schon sagen werde. Also meine Zukunftspläne sind jetzt so, wenn YouTube so gut weiterläuft. Auch wenn es schlecht läuft, ich werde weitermachen. Aber wenn es so weiterläuft, wenn ich jetzt genug Geld kann machen, also aufsammeln, werde ich das nicht einfach so ausgeben, sondern das werde ich dann für euch ausgeben. Und zwar werde ich dann noch nicht, da ist nur eine Ankündigung, werde ich dann wahrscheinlich, habe ich mir so überlegt, jeden Freitag an einen Abonnenten eine 25 Euro Paysafe-Karte verlosen. An alle Abonnenten. Dazu müsst ihr dann, ich werde über die ganze Woche irgendwann in irgendeinem Zeitpunkt des Videos werde ich sagen, Klammer, Buchstabe, also ein Buchstabe und dann Klammer. Und ja, wer dann, besser gesagt, dann am Freitag mir das komplette Wort reinschreibt per Privatnachricht, das ist wichtig, Privatnachricht. Da werde ich dann auch in diesem Video, ja, zum Beispiel das Wort sperren lassen, damit ihr es nicht reinschreiben könnt. Und ja, und ihr würdet so eure Chancen noch verschlechtern für die 25 Euro Paysafe-Karte. Passiv. So, komm mit. Und ja, ich werde dann immer so eine verlosen und dann werde ich einen Zufallsgenerator nehmen, alle Namen reintun, dann wird der Zufallsgenerator einen von euch rauspicken, den werde ich dann per Privatnachricht
anschreiben. Und zwar, das wird dann alles wahrscheinlich am Samstag oder Sonntag passieren. Der wird dann von mir diesen Code bekommen. Und dann werde ich ihm sagen, ja, Dude, viel Spaß mit der Paysafe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie die Woche mache oder ja, einmal im Monat. Bin ich mir nicht so sicher, aber einfach mal so als kleines Dankeschön, dass ihr so eine geile Community seid. Aber allgemein zum Beispiel auch Destiny Beta. Ich habe die Gold Deluxe Edition oder wie das heißt, einfach die Deluxe Edition mit einem Exoschwert und so vorbestellt. Und freue mich riesig auf den Beta-Zugang. Und ich werde euch dann mit Livestreams, Videos und so mit in die Welt von Destiny 2 Beta einführen. Und natürlich auch dann nach der Beta. Und wer weiß, vielleicht werde ich, aber nur vielleicht, ist nur eine kleine Ankündigung, vielleicht werde ich ein paar Beta-Codes auch verlosen an Abonnenten. Aber das ist noch nicht festgelegt, das sind alles nur so Zukunftspläne. Zum Beispiel jetzt, komm. Ach Gott, du quetzt du. So. Nehmen wir mal das kurz ab. Platziere ich den jetzt hier drauf. So. Das ist der liebe Philipp. Und hier hinten ist auch nochmal Philipp mit seiner Freundin. Einmal die Celine und den Philipp. Oh Gott. So, au. Dann bei dir gehen wir auf Gewicht. So. Romeo Tango. Darum dieser Name. Jetzt ist mir eingefallen. Michel Tango. Es das heißt der Romeo Tango. Romeo Tango. So. Zack. Okay. So. Und ja, das war's euch von mir. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, um mich zu unterstützen. Abonniert auch diesen YouTube-Channel. Empfehlt mich weiter für weitere spannende Projekte. Ich kündige nur mal an, wahrscheinlich wird es ein Minecraft-Roleplay-Projekt geben mit dem lieben Herr Tive. Oder Tive. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wenn nicht, tut mir sehr leid. Und im Grunde genommen war es das jetzt von mir. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Ark Kingdom. Also für euch wäre das morgen. Und ja. Vergiss nicht, das Video zu bewerten. Haut rein. Was ist das One Piece, oder? Komm schon, sag es mir. Seit so vielen Jahren ohne Hinweis, ja, so warten wir. Ist es der Strohhut oder diese Reise? Unsere treue Crew wird uns immer stets begleiten. Durch fremde Zeiten ist es die Vergangenheit. Das Geheimnis dieser D, sag, was hast du prophezeit? Ist es die Wahrheit über dieses Leid der Welt? Die Pornografie.